mein Künstlername ist in Bezug auf eine Kindheitserinnerung. Und zwar gab es das Buch Als die Tiere den Wald verließen, was auch eine Sendung war damals. Eine Zeichentrickfilmsendung, ich glaube Ende der 80er erschien. Und die habe ich als Kind immer geschaut und ich fand den Fuchs halt ganz cool. Ich will anonym bleiben, weil ich denke oder ich mir auch relativ sicher bin, dass nicht alle Menschen so gut finden, was ich mache, weil es sicherlich in den Augen mancher Leute auch Vandalismus ist. Teilweise ich auch politisch arbeite, das dann auch nicht so gut ankommt bei manchen Bezugsgruppen, sage ich mal. Und auch des Weiteren, weil es halt um meine Arbeiten oder meine Kunst gehen soll und nicht um mich als Person. Also, dass meine Arbeit bewertet wird und nicht ich als Persönlichkeit. Wie ich dazu kam, Streetart zu machen und seit wann? Seit wann noch gar nicht so lang, jetzt ungefähr ja, ein Jahr, genau, da bin ich auf die Straße gegangen. Streetart hat mich schon immer interessiert, also nicht nur Streetart, auch Graffiti oder Kunst im Allgemeinen. Ich war auch immer relativ kreativ, habe auch immer gemalt, dann mache ich auch andere Dinge, zum Beispiel ich bastel ja Schmuck etc. Und so ist das dann irgendwie zustande gekommen. Ein paar Leute kennengelernt, Kontakte und motiviert worden und dann habe ich gesagt, gut, ich probiere das jetzt auch mal aus, so ungefähr. Zu Streetart motiviert mich, ja, dass ich meine Kreativität ausleben kann, dass mir da keine Grenzen gesetzt sind. Dann auf jeden Fall auch der Bezug zu anderen Leuten aus der Szene, worin ich auch teilweise gute Freunde gefunden habe, mit denen ich dann auch oft zusammen Kollabos, also zusammen bastel etc. Ja, das ist meine Motivation und des Weiteren auch zu merken, dass es Leute gibt, die das gut finden oder die sich darüber freuen, wenn die das halt im grauen Alltag auf der Straße sehen. Meine Sticker bestehen eigentlich aus Vinylfolie. Die Glitzerelemente, die ich nehme, ist meistens eher günstigere Folie. Die ziehe ich auf teurere Folie, was die Langlebigkeit einfach erhöht. Aber im Endeffekt kann man alles benutzen. Hauptsache, es klebt irgendwie, sage ich mal. Der Herstellungsprozess meiner Sticker, kurz gesagt, ist, ich habe jetzt für meinen Standardfuchs zum Beispiel habe ich eine Schablone, damit die Außenform immer gleich bleibt. Den pause ich dann mehrmals auf ein Stück Folie ab. Ich sage jetzt mal auf Regenbogenglitzer. Diese schneide ich dann aus. Dann diese ausgeschnittenen Elemente klebe ich dann auf eine langlebigere Folie, zum Beispiel von Orafol. Schneide dann das Ganze wieder aus und mal dann mit einem Stift drauf. Und mittlerweile versiegel ich das Ganze auch mit Acrylspray, weil ich gemerkt habe, dass die Langlebigkeit dadurch erhöht wird. Was ich bewirken möchte, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich sag mal, ins Museum oder in eine Ausstellung gehen nur bestimmte Menschen, die sich dafür interessieren. Der Vorteil an der Straße ist, dass die Leute jeden Tag darüber müssen und so gesehen mit den Sachen auf jeden Fall konfrontiert werden. Klar, manche nehmen es nicht wahr. Ich selber habe auch gemerkt, je mehr ich mich für die Thematik interessiert habe, desto mehr habe ich einzelne Sticker etc. wahrgenommen, was ich vielleicht vorher gar nicht so gesehen habe. Und ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, die Leute dafür überhaupt zu interessieren, weil grundlos in der Ausstellung geht auch nicht unbedingt jemand. Aber wenn einem etwas auf der Straße zum Beispiel gefällt, dann könnte das dazu motivieren, sich für die Sache zu interessieren oder sich darüber zu erfreuen oder auch unser Stadtbild ein bisschen bunter zu machen. Mich fasziniert, die Stadt als öffentliche Ausstellungsfläche zu nutzen, dass ich mich selber in meiner Stadt einbringen kann, dass ich etwas gegen die grauen Wände tun kann, sage ich mal. Die Frage ist ja auch, wem gehört die Stadt? Und ich vertrete den spannenden Punkt, dass sie uns allen gehört und jeder sich da kreativ austoben sollen könnte. Leider sind halt relativ wenige Freiräume gegeben, wodurch teilweise manche Sachen sicherlich auch nicht ganz legal sind, die man macht. Ich selber mit meinen Stickern, denke ich mal, ist das Ganze nicht so tragisch, aber zum Beispiel, ich arbeite auch gerne mit Dosen und male große Bilder, dazu gehe ich aber nur an legale Flächen beispielsweise, weil da ist das Problem, würde ich mehr so Flächen im Stadtbild gerne haben, aber für mich persönlich wäre die Gefahr zu groß, dabei erwischt zu werden. Die Haltbarkeit meiner Sticker, ja, da kann ich nur zu sagen, also ich habe jetzt in den letzten 365 Tagen echt viel ausprobiert. Ich sag mal, die erste Generation meiner Sticker war nicht wirklich langlebig. Da war auch das Problem, ich habe sie halt nicht versiegelt, dass wenn die länger in der Tasche waren oder so, sind die Linien auch manchmal weggekratzt oder verschwommen. Ich habe halt mehrere Methoden ausprobiert und jetzt fahre ich eigentlich ganz gut damit, die am Ende zu versiegeln, was auch für das Glitzer besser ist, weil wenn permanent die Sonne einstrahlt oder so, verbleichen die. Das Problem ist aber eher, ich kann gar nicht langzeitmäßig sagen, wie sehr die verbleichen, weil meistens werden die Sachen zerstört oder werden auch komplett geklaut. Allgemein beklebe ich kein Privateigentum, also ich würde nicht hingehen und die Autos von Leuten oder so bekleben, das auf gar keinen Fall. Ansonsten Laternen, Stromkästen, Wände, Kaugummiautomaten, ich sag mal alles, was der Stadt gehört, ja mein Gott, ne.
alles, was grau erscheint, so ein Stromkasten, warum muss der grau sein? Also ich finde das nicht schön und ich denke mal, die meisten Leute finden das auch nicht schön. Gut, kann auch sein, dass sie meinen Fuchs nicht schön finden, aber dann sollen sie was Schöneres hinmachen. Wäre ich auch mit zufrieden. Natürlich wurde ich auch schon angefragt oder haben Leute in der Stickern von mir gefragt, wenn die auf ihr Auto oder so kleben, ist das vollkommen in Ordnung für mich. Ich möchte aber nicht in diesen Kontext gebracht werden, dass ich einfach Eigentum von Privatpersonen beklebe, weil das fände ich nicht nett, nein. Street-Art und Graffiti sind auf jeden Fall zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich mag beides, aber meine Szene ist halt eher Street-Art. Es ist mir schon öfters passiert, dass ich selber wahrgenommen habe, wie andere Menschen draußen auf der Straße meine Sachen entdecken und sich darüber freuen und sich darüber unterhalten. Und das ist halt das Gute an der Anonymität. Man kann dem Gespräch lauschen, ohne dass die Leute das überhaupt wissen. Und erfährt so teilweise auch eine ehrliche Meinung und kriegt mit wirkliche Reaktionen, ob man sich freut und man sich nicht freut und was man bei den Leuten auslöst. Meine Werke kann man teilweise in Galerien und Ausstellungen sehen. Ich habe jetzt im vergangenen Jahr zweimal in Düsseldorf ausgestellt und einmal in Mönchengladbach. Also noch absolutes Neuland für mich, war aber eine sehr schöne Erfahrung. Da auch war wieder der, ich sag mal, der coole Aspekt, dass man durch die Anonymität sich nicht zu erkennen gibt, Leute sich die Werke anschauen und man dahinter stehen kann mit seinem Glas Wein und einfach zuhören kann, was die Leute über die eigenen Werke sagen. Ist meistens sehr interessant. Ja, verglichen mit der Kunst in Museen hat Street Art halt den Vorteil, dass es allen gehört und es nichts kostet. Bevor ich in dieser Szene tätig war oder die Sachen so aufmerksam wahrgenommen habe, war ich eigentlich auch ein Mensch, der eher seltener in Ausstellungen gegangen ist. Klar, die meisten Street-Art-Ausstellungen sind auch umsonst, aber ich sag mal, ein Museumsbesuch kostet meistens auch, ich sag mal, ab 5 Euro aufwärts und viele Leute haben vielleicht nicht die finanziellen Mittel dafür, um einmal die Woche oder einmal im Monat allein schon nur ins Museum zu gehen. Und das ist das Gute an Street-Art, es ist frei zugänglich für jeden. Natürlich sind die Sachen nicht einer unbedingten Langlebigkeit ausgeliefert. Das heißt, was diese Woche da ist, was ich nächste Woche vielleicht jemandem zeigen möchte, ist dann schon weg. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch rauszukommen und an die frische Luft zu gehen. Was man daran auch sieht, dass in Düsseldorf ziemlich viele Leute unterwegs sind, die nur Fotografien von Street Art machen. Also die ihre Muße darin finden und allein wegen Street Art, weil wir irgendwas irgendwo hinkleben, rausgehen. Und das ist eigentlich auch ein positiver Nebeneffekt des Ganzen. Ich denke schon, dass Street Art als politisches Sprachrohr genutzt werden kann. Ich sehe das ja an mir selber, dass ich innerhalb von kurzer Zeit eine ziemlich große, ich sag mal, Reichweite bekommen habe, sei es im Real Life, sowie auch bei Instagram oder in Social Media. Dadurch, dass ich auch politisch aktiv bin, ist das für mich von Vorteil, um damit zu arbeiten. Und es gab ja auch diverse andere Aktionen, zum Beispiel von der Künstlerin Metra Eder, um die Seebrücke zu unterstützen, und daran hat man ja auch gesehen, da ist eine sehr gute Summe zusammengekommen. Ich glaube, um die 5000 Euro waren das, und da sieht man auch, was man mit Kunst oder mit Street Art erreichen kann. Also da ist eine Summe zusammengekommen, das hätte ich mir nicht vorgestellt, und ich glaube, die Künstlerin selber auch nicht. Und daran sieht man, dass man solche Sachen doch schon sehr gut nutzen kann, sei es für die Politik oder auch für Arbeit mit Jugendlichen oder im sozialen Bereich. Wie ist die Düsseldorfer Street Art-Szene? Also ich persönlich muss sagen, mir hat die Szene sehr viele gute Kontakte oder auch Freundschaften gebracht. Zum Beispiel arbeite ich sehr gerne mit dem Creep-Kollektiv zusammen, woraus auch eine gute Freundschaft entstanden ist, wo nicht nur unsere Thematik, nicht nur die Kunst ist, sondern auch private Sachen. Des Weiteren habe ich sehr viele Leute kennengelernt. Teilweise hatte ich auch die Überraschung, dass Leute, die ich kannte, in der Szene tätig waren. Die Kontakte sind halt auch ziemlich viel über Instagram zustande gekommen, weil natürlich jeder irgendwie anonym da vertreten ist. Aber man merkt ja mit der Zeit, sage ich mal, welche Kontakte sicher sind. Und dadurch, dass wir halt auch uns untereinander austauschen oder auch vernetzt sind, auch ich mache es auch gerne deutschlandweit oder über die Grenzen von Deutschland hinaus. Zum Beispiel heute habe ich noch Post gekriegt aus Hamburg. Letzte Woche war es jemand aus Rom, aber teilweise kleben Füchse von mir auch in Neuseeland. Und es ist halt echt lustig, Bilder von dort zu bekommen und dass die eigenen Füchse dort kleben. Oder eine Freundin von mir war jetzt die Tage in Brasilien im Urlaub und sie hat, also ich fand es echt lustig oder ich fand es sehr schön, Bilder zu bekommen, wo der Fuchs da klebt. Der kommt quasi mehr rum als ich selber. Street Art, ganz besonders Sticker Art, kann man sicherlich für Arbeit und Projekte mit Kindern und Jugendlichen nutzen. Beispielsweise gibt es ja in Düsseldorf auf der Kiefernstraße den Kiefern-Jugendclub. Dort sind auch manchmal Workshops mit, ich sag mal, einfachen Materialien, wo jeder dran teilnehmen kann, was nichts kostet.
Und ich mag so Projekte oder so Workshops, weil halt jeder hin kann, jeder sich einbringen kann, jedes Kind seine Kreativität ausleben kann. Es keine strikten Rahmenbedingungen gibt, an die man sich halten muss. Es ist halt sehr vorteilig für niederschwellige Arbeit. Und man kann sicher auch über die Sticker oder allgemein im Gespräch die Kinder besser kennenlernen und im Austausch zu den Kindern stehen. Für viele Kinder ist das auch eine coole Sache, weil es halt so, ich sag mal, das ist so wie Graffiti oder so, was Kids halt echt cool finden und darauf abfahren. Und Stickern ist halt, ich sag mal, die kleinere, legalere Form davon. Aber ich glaube schon, dass das bei vielen Kindern Gefallen findet.